Ja, jetzt steht sie neben mir, die zweifache Halle-Europameisterin Selina Büchel. Selina, von vorne weg denkt, ein souveränes Rennen gewesen, alles unter Kontrolle gehabt, es hat locker ausgesehen. Wie war es für dich gewesen? Ja, ich war sicher nicht am Limit gewesen. Ja, es hat Freude gemacht, hier zu Hause einen Wettkampf laufen und ich freue mich auf morgen. Letztes Jahr hast du da gewonnen. Dieses Jahr sieht die Ausgangslage ein bisschen anders aus. Du bist nicht Erste in der besten Liste. Pusht dich das, dass du momentan eine von drei bist, die vorne wegläuft? Ja, ich habe mega Freude. Es ist wirklich mega cool, dass wir jetzt so ein gutes Niveau haben. Und ja, es gibt morgen einen spannenden Wettkampf und ich freue mich riesig drauf. Wir freuen uns auch riesig. Es ist eine der grossen Affischen von diesen Hallenmeisterschaften. Wir wünschen dir gute Erholung und sehen dich morgen im Finale über 800 Meter. Aber den letzten Vorlauf, den schauen wir uns jetzt noch an. Der kommt nämlich erst noch. Danke, Selina.